Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal an, was eigentlich in Minecraft Steves Kopf drin ist. Leute, wir spielen heute als Minecraft Steve, wie ihr hier gerade sehen könnt. Und ich würde sagen, wir machen uns auch mal direkt auf den Weg, um mal zu schauen, was eigentlich, Leute, in seinen Gedanken drin ist. Und deswegen, Leute, gehen wir aber nicht in den Kopf von diesem Charakter rein, sondern wir gehen in den massiven Kopf, Leute, von diesem Steve, der ganz weit da hinten in der Map ist rein, Leute. Der ist einfach unfassbar riesig. Und wir haben hier auch übrigens so ein Minecraft-Motorrad am Start, Leute. Da würde ich sagen, steigen wir einfach mal direkt auf und fahren einfach mal zu diesem riesigen Minecraft-Steve. Der sieht einfach richtig gruselig aus, wie riesig das ist. Weil, Leute, das sieht zwar so aus, als wäre der ungefähr genauso hoch wie dieser Turm. Aber nein, der ist viel größer. Der ist einfach noch viel, viel größer. Und er ist einfach mitten im Ozean von GTA 5. Und wenn ich dabei gerade so sprechen muss, sieht super lustig aus, wie Minecraft-Steve gerade Motorrad fährt. Weil, Bruder, deine Arme sind gar nicht am Lenkrad. Aber ich glaube, das ist halt so ein Fehler, den er selbst nicht beheben kann. An der Stelle, Leute, brauche ich jetzt schon mal kurz euren Support. Und zwar, wen wollt ihr als nächstes, dass wir einfach mal in den Kopf von diesem Charakter reingehen? Soll es zum Beispiel Chop sein? Von welchem Charakter wünscht ihr euch das? Leute, schreibt es jetzt einfach in die Kommentare rein. Und vergesst nicht gerne, auf diesem Kanal einfach ein Abo dazulassen, damit ihr keine weiteren solcher Videos verpasst, Leute. Und lasst einen Daumen nach oben da, Leute, damit ich weiß, dass es euch gefällt und dass ihr mehr davon sehen wollt. Okay, je näher wir kommen, desto mehr erkennen wir eigentlich. Aber ich muss auch zugeben, Leute, das sieht so aus, als wären wir direkt da. Aber nein, es ist super weit. Oh, what? Okay, jetzt passiert irgendetwas. Irgendwas sieht hier super merkwürdig aus. Es sah gerade aus, als würde er sich bewegen. Naja, wir fahren da erstmal hin. Ich weiß nicht, ob er sich bewegt. Aber wir kommen ihm näher. Und ich muss zugeben, es sieht langsam immer gruseliger aus. Also, das ist ja. Oha. Was hat denn der da oben in seinem Mund? Sind das seine Zähne? Nee, das können nicht seine Zähne sein. Aber ich bin so gespannt, Leute. Aber ich glaube, wir kommen sowieso mit dem Motorrad da nicht rein. Wir müssen unbedingt mit dem Helikopter da hineinfliegen. Oh, das wird so heftig werden, Leute. Ich freue mich. Alter, war das knapp. Wow. Okay, wir sind jetzt, Leute, Minecraft Steve immer näher und näher. Also wir kommen dieser Gestalt immer weiter näher. Okay, ich glaube, jetzt, Leute, sollten wir nicht allzu weit sein. Ich glaube, das geht gar nicht mal in den Ozean hinein, oder? Lol, wie krass. Der steckt tatsächlich im Ozean fest. Hier hinter der Yacht ist er. Und da sind seine Arme, die sind einfach im Wasser. Ich glaube, da drunter geht es einfach noch weiter. Also wir können eventuell so eine Minecraft-Steve-Titan-Episode machen, wo halt dieser Riesen-Minecraft-Steve angreift. Aber ich brauche unbedingt einen Helikopter. Wir brauchen unbedingt einen. Und vor allem, der ist so groß, er wirft einen riesigen Schatten. Leute, ihr werdet nie mehr in eurem Leben die Sonne sehen. So groß ist er einfach. So, und hier ist wieder Sonne, Leute. Hier kommt die Sonne noch an, da ist der Schatten. Okay, ich brauche unbedingt jetzt... Ah, da ist ein Helikopter. Landet der vielleicht? Bruder, landest du mit deinem Helikopter? Ich glaube nicht, dass er landet, aber wir brauchen hier noch einen. Ah, da hinten ist einer, Leute. Perfekt. Moment, steig nochmal drauf. Steig nochmal drauf. Wir müssen da ja runterfahren. Wow. Also ich muss sagen, ich habe da schon echt Respekt vor, wie groß dieser XXL Minecraft Steve ist. Aber ja, da fliegen wir jetzt hinein, Leute. Wir steigen jetzt in den Buzzard Kampffehler ein und ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird. Was ist in seinem kleinen Kopf oder in seinem riesigen Kopf eigentlich drin? Wow. Wow, Alter, was ist mit der Grafik los? Die sieht ja so merkwürdig aus, wenn ich mir das angucke. Alles ist irgendwie so neblig, muss ich sagen. Als wäre das Display so dreckig. Naja, wir sind auf dem Weg, Leute, in seinen riesigen Schädel hinein. Und von hier aus sieht er ein bisschen aus wie so ein Among Us-Charakter oder wie einer von den Minions. Also wenn man sich sein Gesicht vorstellt und dann stattdessen einen Kasten drum setzt. So groß ist er. Okay, okay, Leute. Guckt euch mal an, wie hoch wir sind. Wir sind höher als das höchste Gebäude momentan. Okay, so, Leute. Wir setzen zum Anflug an zu Minecraft Steve und schauen mal, was sich in seinem kleinen Schädel eigentlich alles drin befindet. Okay, Leute, wir sind jetzt auf halber Höhe. Ich glaube, das ist die Höhe, wo wir reinfliegen können. Oh mein Gott, Leute, ich bin so gespannt. Also Minecraft Steve wird uns jetzt aufessen. Boah, Junge, das sieht so creepy aus. Aber dafür, dass es nur ein Minecraft-Charakter ist. Okay, Leute, wir fliegen rein mit dem Helikopter. Wow, und wir fliegen rein, yo, okay, okay, wir sind drin, Leute, wir sind drin. Ich würde sagen, wir landen erstmal. Wow, wow, was ist das für ein Ort? Das sieht ja krass aus. Das ist alles in seinem Kopf drin. Ist das hier, wie nennt man das? Ist das eine Moschee da hinten? Oha, ist das cool. Wow, okay, Leute, willkommen in Steves Kopf.
das sieht so cool aus. Wir haben hier einfach eine klassischen Minecraft-Blöcke. Alles ist, Leute, hier 1:1 nach Minecraft-Style gebaut. Das heißt, wenn ihr diese Map seht, ihr habt die Möglichkeit in Minecraft, diese gesamte Map einfach komplett nachzubauen, weil das hier alles nach Blöcken gebaut worden ist. Oh, oh, ich höre ein Flugzeug. Warum höre ich ein Flugzeug? Wow, da fliegt ein riesiger Jet. Oh mein Gott, Bruder, der wird an die Wand klatschen. No, nein. Oh nein. Ihr seht. Oh Mann, das muss einfach, der muss wirklich die Auszeichnung für den dümmsten Piloten in GTA 5 bekommen. Oh, wie er da reingeflogen ist. No way. Oh, vielleicht soll er mit dem Fallschirm hier entkommen. So, hier haben wir, Leute, so einen kleinen, wunderschönen Garten. Hier fehlt es natürlich an Chicken, an Hühnchen. Aber können wir da rein? Können wir in so ein klassisches... Nein. Oh, ich will da rein. Ich will da rein. Komm, kletter rein. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das ist so ein kleines Mini-Apartment aus Minecraft. Hier haben wir ein Bett, was da rumliegt. Boah, das sieht so cool aus. Also dieses typische Minecraft-Village. Ja, Leute, auch ich habe Minecraft sehr, sehr viel gespielt. Jetzt in letzter Zeit natürlich nicht mehr, aber ich glaube, es wird langsam wieder interessant, seitdem die neuen Updates rausgekommen sind. So, und das hier ist eine kleine Village, Leute. Einfach so ein kleines, schönes Dorf, währenddessen ich fühle mich, als würde ich gerade nicht GTA 5 spielen. Ich fühle mich, als würde ich hier die Raytracing-Version von Minecraft momentan spielen. Vor allem, wie er läuft. Er läuft genauso wie im Videospiel, glaube ich. Okay, ich glaube, wir haben hier aber nichts Besonderes, Leute, sonst in diesem Village-Dorf. Dann schauen wir mal weiter. Was ist da drin, Leute? So eine Art Tempel, Moschee und so. Wirklich cool, wie das aussieht. Und er ist gebaut worden aus Diamantblöcken. Wow, also dafür musste man wirklich richtig hart hustlen, um das sich freischalten oder zu bauen zu können. Aber wir können reinschauen, Leute. Es ist wirklich, es ist der Interieur drin. Man kann einfach reingehen. Oh nein, es kommt wieder ein Flugzeug. Wo kommt das Flugzeug her? Und da oben ist, Leute, das habe ich voll übersehen. Da oben ist einfach eine Himmelsstadt. Sind wir hier in Bioshock Infinite oder in Avatar drin? Wow, da bin ich gespannt. Wow. Guckt euch das mal an. Leute, da muss ich sagen, das sieht richtig cool aus. Alter Schwede, ist das heftig gebaut worden. Und mit den Fetten, das sieht so cool aus. Da kriege ich direkt Bock. Da kriege ich jetzt wirklich direkt Bock, nochmal Minecraft auszupacken und zu spielen. Das ist echt der Hammer, wie das aussieht. Und hier haben wir, glaube ich, so eine Schalterverbindung, die, glaube ich, die Blöcke anmacht. Aber ich sehe hier kein Redstone irgendwie, was hier verbunden ist. Ah, und hier ist, glaube ich, dann der, nicht der Priester, aber ihr wisst halt, Leute, ich kenne mich nicht so aus mit der Religion. Aber ich glaube, der macht hier dann die Predigt und hier auf den Teppichen kannst du schön dann... Ja, beten. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Sieht auf jeden Fall auch sehr sieht sehr bequem aus, muss ich sagen. Sehr geräumig, sehr bequem. Schön. Aber wir haben so viel da hinten, Leute. Es gibt so viel zu erkunden. Ich möchte unbedingt mal... Komm, wir packen unser Minecraft-Motorrad mal aus. So, da sind wir jetzt, Leute, auf dem... Oh nein, da fliegt schon wieder ein Jet. Warum fliegt ihr denn alle hier rein? Stopp! Anhalten! Anhalten! Das ist gefährlich! Wow! Meine Augen, Alter, was passiert? Wow! Das sah gerade super weird aus, als ich auf dem Boden gefahren bin. Ich glaube, wir hatten stehende Wellen. Oh mein Gott! Wow! What? Okay, rest in peace, Bruder. Ich will nicht wissen, wie viele Flugzeuge am Tag hier an der Wand lang landen. Also die Villa möchte ich auf gar keinen Fall haben, weil ich muss es ständig sauber machen. Okay, Leute, kleines Experiment. Guckt jetzt einfach mal kurz auf den Boden und schaut mal, ob die irgendwann stehen bleiben. Guckt einfach mal, Leute, auf den Boden. So, jetzt sieht es aus, als würden wir rückwärts fahren. Jetzt fahren wir wieder nach vorne. Jetzt halten wir das Tempo. Alter, die Texturen bleiben einfach stehen. Wie cool. Wow, oh, Leute, das ist richtig Brain. Alter, mein Brain, der hält das nicht aus. Mein Kopf hält das nicht aus. So, dann haben wir hier so viele Villen. Ich glaube, das sind alles identische Villen. Deswegen gucken wir uns einfach mal eine an. Wir schauen uns einfach mal diese Villa an. So, Leute, das ist so eine typische Minecraft-Villa. Wenn ihr wollt, wenn ihr denkt, ihr habt es geschafft, dann baut ihr euch so eine Minecraft-Villa mit so einer schönen Garage. Und ich finde Details sehr, sehr cool, dass es auch so drauf geachtet wurde, dass es aussieht wie eine Garage, die sich öffnen lässt. Ich weiß nicht, ob man eine Bedrock-Formation bauen kann, dass sich die Garage auch öffnen lässt. Aber wir haben hier so eine schöne Couch, ein paar Tische. Ich glaube, da hinten ist, ja, da ist die Wand. Hier haben wir zwei Öfen. Das ist die Küche mit schönem Wassertrank. Und ja, ich glaube, es geht sogar tatsächlich nach unten und nach oben. Wow, das muss man sagen. Das muss man denen definitiv lassen. Das sieht cool aus. Okay, hier haben wir eine Art, ich würde sagen, Gästezimmer. Ja, man kann es als Gästezimmer bezeichnen. Und da oben ist dann, glaube ich, hier Bücherei oder Büro. Schlafzimmer.
Ah, das ist das Schlafzimmer. Sehr, sehr schön. Und dann geht's hier noch weiter. Ich glaube, das wird dann das Badezimmer sein, ne? Oder? Ja, das ist das Badezimmer. Okay. Ja, dann wissen wir schon, Leute, was in Minecraft Steves Kopf auf jeden Fall alles herrscht. Er hat auf jeden Fall Bock, sich eine dicke Villa zu leisten. Aber nicht eine, sondern gleich 20 von denen. Und wir gucken, was es noch alles gibt. Weil ich muss da noch oben in diese Himmelsstadt reingehen. Das sieht einfach echt nice aus. So, als nächstes gehen wir mal zu dem Leuchtturm und dem Haus, was wir da hinten haben. Kann man auf den Leuchtturm rauf? Ich bin nicht so optimistisch. Und da ist... Oh, da ist sogar eine Diamantenpyramide. So, ich guck mal, wo der Eingang ist. Wenn wir überhaupt hier einen Eingang haben. Oh, oh. Ja, man soll... Ah, hier ist der Eingang. Okay, auf der Hinterseite war der Eingang. Dann gehen wir mal rein. Ich höre schon wieder ein Flugzeug am Fliegen. Da fliegt schon wieder ein Flugzeug. Wow, okay. Ja, und das Flugzeug ist an die Wand geklatscht. Und jetzt ist es explodiert. Warum? Warum? So, was haben wir hier? Ich glaube, das ist eine Couch. Ah, ein Projektor. Das soll ein Kino darstellen. Währenddessen haben wir hier einen Kamin. Ich dachte halt, das ist so eine Art Leuchtturmshaus und nicht... Oh, Minecraft. Steve, steh auf. Steh auf, Steve. Okay, sollen wir das Ganze vielleicht in First Person erkunden? Vielleicht ist das ja dann besser. Ich weiß nicht. Ich sehe die Hälfte des Bildschirms nicht. Aber ja, wenn wir uns bewegen, ist es ganz okay. Aha, okay. Und ich glaube, hier geht's dann in den Turm rein, ne? Geht's hier irgendwo rein? Ich glaube, nein, Leute. Ich glaube, in den Turm kommen wir nicht hinein. Also so wie es... Wow, wow, oder? Ist das... Ah, nee, leider nein. Aber nee, das hier! Ja, das ist so die Treppe! Da kommen wir hoch. Let's go. Boah, ich hasse Treppensteigen. Also in Minecraft, das ist immer so, oh, du musst dich immer drehen und hochgehen und so und hier und da. Dann sind wir dann endlich oben angekommen. Boah, jetzt wird mir schwindelig. Oh, ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir sind da. So, hat sich denn das ganze Aufsteigen... Es geht noch weiter. Hat sich denn das Aufsteigen gelohnt? Perfekt, ich sehe durch das Glas nichts. Also das ist einfach nur der Leuchtturmturm. Wow, dafür bin ich jetzt den ganzen Weg hier hoch. Och, nö. Na gut, immerhin sind wir jetzt rausgespawnt. Also es gab hier nicht viel zu erkunden, muss ich sagen. So, was haben wir hier, Leute? So eine riesige Statue. Ich glaube, die ist in... Oh Mann, Alter, die ist doch in Brasilien hier. Nicht Sao Paulo. In welcher Stadt war das nochmal? Rio de Janeiro, ne? Wow, heftig. Und das hier, Leute, ist jetzt ein OG... Minecraft, ja, weiß ich nicht. So eine Art Starterlandschaft. Und hier steht so ein M. Warum M? Wegen Super Mario, oder? Ich höre, Leute, ich höre, das nächste Flugzeug kommt. Ich höre es. Yeah. Ihr könnt sehen, es kommt. Ja, da fliegt schon wieder rein. Leute, warum fliegt ihr? Wahrscheinlich denkt sich die Airline so, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz ehrlich zu Ihrer letzten Destination. Wir fliegen ab in 10 Minuten und Ankunftszeit ist in einer Minute. Wir landen in offiziellen Minecraft Steves Hinterkopf. Oh, das sieht auch so schön aus einfach. Ah, so eine Art botanischer Garten, der das hier darstellen soll. Sehr originell, sehr, sehr kreativ. Und ich glaube, da unten geht es dann in so eine... In so eine Höhle rein. Oder es soll ein Tor in der Unterwasserwelt sein. So, wir müssen uns jetzt aber beeilen, Leute. Es gibt hier so viel zu erkunden. Das ist echt nicht normal. Und ich möchte unbedingt noch wissen, was da oben sich befindet. So, können wir in diese Pyramide hineingehen? Ah, es sieht gut aus. Ja, ich glaube schon. Einfach eine komplette Diamantenblock-Pyramide. Die ist so heftig. Aber es ist nichts drin. Aber das Coole ist, wir könnten rein theoretisch... uns ein Haus hier drinnen bauen. Wir können dieses Haus irgendwo nach GTA 5 bringen und dann können wir irgendein Haus bauen aus so einer Diamantenpyramide. Das wäre echt cool. Und hier ist dann ein riesiger Turm, Leute. Das ist so ein Dämonenturm. Einfach aus Lava bestehend. Aber ich glaube, man kommt da nicht hoch rein. Ja, also man kommt da nicht hinein. Aber es sieht sehr nice aus. Und das Ganze nachzubauen im Nether wäre schon wirklich cool. So, dann haben wir diese Sachen alle erkundet, Leute. Wir haben noch eine Sache, die wir nicht gesehen haben. Und dazu steigen wir in unser Helikopter ein. Denn wir haben die Stadt im Himmel noch nicht gesehen. Oh nein, nein, steig nicht darauf. Ich will in den Helikopter rein. Und da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Was erwartet uns dort oben in den Wolken, Leute? Was werden wir sehen? Ich bin sehr gespannt. Okay, wir müssen auch ganz normal fliegen. Bloß nicht zu krass anfliegen. So. Oh, wow, 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 wow. Was ist das? Alter, das ist einfach ein eigenes Schloss. Okay, wir versuchen mal zu landen. Können wir da überhaupt landen? Ja, ich probiere es mal. Ja, ja, wir können hier landen. Das geht schon. Die Frage ist, kommen wir auf die anderen Plateaus drauf? Boah, das sieht so nice aus, Leute. Okay, ich weiß nicht, was es darstellen soll genau. Aber ich glaube, ist da Wasser drin?
Ja, da ist Wasser drin. Ich dachte, jetzt ist es das Portal zum, hier zum Drachen, zum Enderdrachen. Oh nein. Leute, es ist wieder Zeit. Es ist wieder Zeit. Ja, ich höre es. Da ist das Flugzeug. Ich höre es. Und da ist es eingeschlagen. Und... das ist jetzt das fünfte Flugzeug. Wie viele haben die von denen? Vor allem, wie viel wollen die für die Tickets dafür haben? Ich glaube, seitdem dieser Kopf da ist, wollen unbedingt Passagiere in den Kopf von Minecraft-Steve rein. Aber es klappt leider nicht. Es klappt leider nicht, meine Freunde. Die Piloten haben keine Kompetenz zu landen. Okay, Leute, ich glaube, das ist aber alles so im Endeffekt das Gleiche, was wir hier an jedem Plateau sehen können. Ich glaube, wir probieren einfach mal nochmal auf dieser Starte zu landen und dann beenden wir einfach mal das Video. Können wir das mit dem... wir probieren mal, Leute, mit dem Fallschirm. Komm. Steve, wir machen jetzt den Stunt. So, wir probieren es, Leute, mit dem Halbfallschirm auf dieser Statue zu landen. Oh nein, das sieht gut aus. Schwierig. Schwierig. Gott, schwierig. Ja. Wir sind drauf. Let's go, Leute. Wir sind drauf. Jetzt probieren wir mal auf den Kopf zu klettern. Also, wir sind schon mal, Leute, auf dieser riesigen Rio de Janeiro Statue. Ja, ich glaube, wir kommen auch auf den Kopf drauf. Ich glaube, es sieht gut aus. So, noch ein bisschen. Komm schon, Steve. Das hast du doch gelernt. Und wir sind... yes! Wir sind oben drauf. Wir haben die gesamte Statue erklommen. Erklimmt, erklammt, erklämen, erklommen. Wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Leute, aber ich würde sagen, das war es auf jeden Fall von der Episode, was in Minecraft Steves Knopf, Kopf, meine ich, drinne ist. Wenn ihr einen weiteren Charakter haben wollt, sei es Chop, sei es irgendjemand anders, dann lasst einen Daumen nach oben da und zeigt es mir gerne, Leute, weil die Mod ist sehr, sehr, sehr aufwendig und ich bezahle auf jeden Fall auch dafür Geld, damit ich euch diese Mod zeigen kann. Deswegen, Leute, für den Support, zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben da, mit einem kostenlosen Abo. Dann wird es auf jeden Fall noch eine weitere Episode geben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus, haut rein, Freunde, und ciao.